Lucia Chiarla sitzt hier bei mir. Sie ist in Genua geboren, hat in Mailand dann Schauspiel und Literatur studiert, ist 2005 nach Berlin gekommen und ein Jahr später hat sie einen Film nach Berlin gebracht, und zwar Bye Bye Berlusconi, und zwar direkt auf die Berlinale. Und jetzt ist sie mit Reise nach Jerusalem hier bei Achtung Berlin. Premiere war beim Max-Office-Preis und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, danke dir. Danke. Hallo. Hallo. Reise nach Jerusalem ist dein Regiedebüt. Bei Bye Bye Berlusconi hast du schon das Drehbuch geschrieben, Reise nach Jerusalem auch nochmal das Drehbuch geschrieben. Wie hat sich dein Schaffen so entwickelt? Bye Bye Berlusconi war ja ein bisschen politischer und Reise nach Jerusalem scheint sehr an einer Figur zu sein, die viel mit dem Warten, mit dem Durchhalten, mit der Hoffnung zu tun hat. Wie ist das entstanden? Bei einer Seite, ich finde, der Film hat auch was Politisches. Natürlich bei Berlusconi war eine politische Satire, habe ich zusammen mit Jan Schalber geschrieben. Und den Film habe ich alleine geschrieben. Und das ist meine erste Geschichte und mein erster Film. Die Idee kam, weil ich selber, also oft in so solche Situationen mich befinde, und ich als selbstständig kenne ich sehr gut die Welt des Prekariats, und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich unbedingt eine Geschichte schreiben, weil man redet nicht so viel darüber und es ist einfach super anstrengend, wenn man sich selber motivieren muss, strukturieren muss und diese Welt der Selbstbestimmung, und es ist ja anstrengend. Und dann wollte ich einfach so eine Figur entwickeln und einfach unsere moderne Zeit dieser neoliberalen Gesellschaft zu erzählen. Das war's, meine. Ich finde, es gibt, wenn ich mir das durchlese, die Entstehungsgeschichte des Films, große Parallelen zum Film selbst. Ihr hattet ja 2007 die erste Förderung für den Film, für das Drehbuch, 2009 eine Nominierung für den Deutschen Drehbuchpreis. Und jetzt haben wir 2018 und ihr feiert großartige Premieren. Und dazwischen liegen wahrscheinlich auch Jahre des Wartens und Hoffens. Es ist ein bisschen wie ein Kind. Also es ist gewachsen zusammen mit mir. Natürlich habe ich dazwischen tausend andere Sachen gemacht. Aber diese Geschichte, es war mir wichtig. Und dann habe ich, als ich mit Eva gesprochen habe und wir gedacht haben, ja, schaffen wir noch mal das zu machen oder nicht? Und sie hat mir gesagt, wenn du das nicht machst, dann stirbt. Weil so ist es. Ne? Es gibt so viele Drehbuchautoren, die tolle Geschichten geschrieben haben und liegen in einem Schubladen. Und wenn man sich selber nicht entscheidet, jetzt mache ich das, wird keiner die einfach das Geld schenken, um sie zu machen. Also die Welt braucht sie nicht, aber trotzdem, die Welt braucht solche Geschichten, glaube ich. Also die einfach, ja. Wie hast du es denn geschafft, durchzuhalten? Ja, das könnte man so sagen. Ja, ja, das ist sicher eine Geschichte, wo ich einfach durchgehalten habe. Ja. Habe ich als Kind viele ich sag mal, nicht joggen, also in Resistenzlaufen gemacht. Kennst du das? Also als Marathon. Also genau, Ausdauer. Und das war meine Spezialität, sportliche Spezialität. Und dann muss ich oft denken, wenn du weißt, okay, ich habe noch 10 Kilometer zu laufen. Also das kommt unheimlich viel in den Kopf. Und das war eine super tolle Übung damals, die mir einfach begleitet hat, heute in meinem Leben. Also ich laufe nicht mehr so gerne, aber bin älter geworden, aber im Leben schon. Ja. Also du hast quasi, ja, ich meine, es ist ja ein Marathon, über 10 Jahre einen Film zu machen. Durchaus Hochachtung, dass du durchgehalten hast, und eine große Freude für uns, dass du durchgehalten hast, weil wir jetzt diesen Film sehen können, dein Regiedebüt auch. Ja. Wie habt ihr den finanzieren können? Es ist ja KS-Film, ist die Produktion? Ja, genau. KS-Film ist eine Produktionsfirma, die ich in Berlin getroffen habe. Also Giulio Baraldi und Claudine Castai habe ich hier in Berlin getroffen. Trotzdem sind sie Italiener. Am Anfang habe ich auch mit anderen Produktionsfirmen gesprochen. Das Problem war immer auch ein Fernsehsender.
dabei zu haben. Und da wir keine gefunden haben, brauchten wir jemanden, der motiviert ist und Lust hat, so einen Film zu drehen und seinen ersten Film auch in Berlin zu drehen, mit viel Risiko. Und natürlich habe ich auch durch Zhivago-Filme, die ich schon kenne, Martin Lewald von Bye Bye Berlusconi, unheimlich viele Kontakte gehabt und er hat mich unterstützt. Und deswegen Kessfilm hat Geld finanziert selbst, also sie haben wirklich Geld investiert. Und dann, dank auch an Zhivago-Film, haben wir andere Partner gefunden, die uns, Camelot zum Beispiel, die uns Material, Filmmaterial gegeben hat, Kamera, Licht und alles, was wir brauchten. Aber was sehr wichtig war, auch vorher einen Teaser zu drehen, also einen kleinen Teaser, die für uns eine gute Referenz war. Und damit könnten wir den Leuten schon was zeigen und sagen, guck mal, den Film, der Film wird diese Tonalität haben. Und dann hat auch Giulio Baraldi von Kess Film gesehen und da ist er einfach eingestiegen und dann haben wir, genau. Und von FFF habe ich damals eine Drehbuchförderung bekommen, das war's. Und den Teaser habt ihr ja auch schon mit Eva Löbau gedreht? Ja, genau. Haben wir mit Eva schon dieser Teaser gedreht und wir haben uns getroffen beim Casting. Und das war sehr wichtig, weil für mich war eine Sache, ist ein Drehbuch zu schreiben, eine andere Sache war, eine Regie zu führen. Und ich wollte einfach unbedingt erstmal wissen, wie ich diese Geschichte erzähle, welche Tonalität hat diese Geschichte. Weil mir war wichtig, dass die Leute leiden, aber das auch sie auch lachen können und dass diese Tragikomödie, die sehr schwierig ist, zu fassen, zu behalten. Es war für mich die große Herausforderung, weil viele haben das Buch gelesen und haben gesagt, das ist ein Drama. Viele andere haben gesagt, nee, das ist eine Komödie. Und ich sagte, es ist eine Tragikomödie, also es sind beide. Und dann habe ich mit Aletta, die Editorin, nochmal geschnitten. Und das war, dieser Kern war für mich sehr wichtig. Also Eva, Ralf Noack als Kameramann und Aletta von Wittingdorf als Editorin, um zu merken, okay, wir verstehen uns und es ist uns klar, wie wir die Geschichte erzählen. Weil Geschichte von Leuten, die keine Arbeit haben, gibt es viele, aber es ist immer, wie man das erzählt, die Musik macht. Na, das ist. Und hattest du das Gefühl, dass die anderen sehr schnell deine Vision mitgesehen haben und verstanden haben? Ja, ich glaube, ich habe Gott sei Dank Menschen getroffen, die, also man trifft sich immer, weil man versteht sich und dann entscheidet man zusammen zu arbeiten. Weil ich glaube, Ralf, Aletta sowie Eva einen bestimmten Humor haben und Ironie. Und das kann ich schätzen, das merke ich, dass man sie versteht, was man meint. Es gibt eine Sprache, die man zusammen spricht, wenn man Filme dreht oder Theater spielt. Das ist eine gemeinsame Sprache, die man weiß, worum es geht. Ansonsten ist es eine Tragödie, wenn du merkst, oh, der Schauspieler spielt plötzlich was anders, dann ist das ein Problem. Oder der Kameramann macht eine Einstellung oder die Katerin insistiert für einen Take, wenn du meinst, nee, dieser Take ist nicht gut. Und mit Aletta war es immer klar, für beide waren die Take gut und manche nicht gut, weil der Ton war klar und das war super wichtig. Weil man kann sich wirklich im Schneiderraum sich wirklich stressen, wenn du merkst, die Editorin hat eine ganz andere Vorstellung. Oh Gott, das ist hart. Ja. Da bin ich sehr froh. Ja. Und so wie mit Julia und Claudine, also für denen war auch, die das produziert haben, es war ganz klar, also die Tonalität. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich habe, mit denen war noch lustiger, weil ich, da sie noch, die Sprache noch nicht, also ich habe das auf Deutsch gesprochen, aber Julia war gerade hierher gekommen und Claudine ist Französin. Dann habe ich die Geschichte praktisch gespielt. Also ich habe die Geschichte gelesen und das war eine lange Nacht, jede Szene habe ich gespielt. Und da Julia auch Schauspieler ist und Claudine viel im Theater gearbeitet hat, also genau, das war uns klar, welche Tonalität wir haben wollen. Und dass ihr alle den gleichen Weg Und das war auch ein geht. Schnitt, habe ich nicht
Stress gehabt mit Giulio, also oder Claudine, also alle, wir haben natürlich Rohschnitte immer geschickt, aber es gab nie eine Szene, wo sie gesagt haben, na, was ist das jetzt? War nie, es war total schon, es war ein Luxus, so zu arbeiten mit jemandem, der sagt, ich investiere Geld für den Film, weil das ist mein erster Film und der dich total traut, ohne zu sagen, also das ist ein Luxus, weil normalerweise gibt es so viele Leute, die sich damit mischen, einmischen wollen und dann wird ab und zu so ein Film von niemandem. Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt. Ja. Also es war, ich kann das wirklich schätzen. Aber es ist auch ein Geschenk, wo du gerade das Schauspiel ansprichst. Zum einen, dass du diesen Hintergrund hast und dass ihr darüber kommunizieren konntet und das euch direkt zeigen und fühlbar machen konntet. Und zum anderen würde ich gern von dir wissen, inwiefern das für dich bei der Regiearbeit wichtig war oder Einfluss genommen hat. Schauspieler zu sein, total viel. Also für mich, also weil mein Handwerk ist, als Schauspielerin zu sein. Also ich musste selber, ab und zu habe ich auch Eva gelernt, weil ich musste selber erstmal ein bisschen für mich spielen, weil ich manche Sachen musste ich selber finden oder ich bin einfach am Set gekommen und ich musste erstmal die Szene spielen. Und du hast sie selbst gespielt? Ja, spielen, also was macht er, was macht, also was meine Art der Inszenierung, also weil ich selber kann nicht spüren, wenn das funktioniert oder nicht. Ich kann nur einfach mit meinem Körper, ich bin sehr körperlich und ich muss sehen, ich bin da und merke ich, ja, du gehst dahin, nee, das ist blöd, also auch in Beziehung mit jemand anders, du kannst nicht so nah gehen, also weil ich selber nicht so nah gehen würde. Das war so mein Training für mich und dann, wenn die Schauspieler gekommen sind, da war für mich klar, okay, die Szene ist so jetzt. Aber sicher war meine Antrittskarte. Ja. Und wie, da du Eva jetzt nochmal im Rahmen von Casting erwähnt hattest, ihr habt euch über das Casting kennengelernt. Ja. Okay. Und war sie die Erste, die du gecastet hast? Und wie sind die anderen hinzugekommen? Die anderen Schauspieler, Eva habe ich gecastet. Ich hatte sie in andere Filme gesehen natürlich und ich fand sie super. Also ich wollte unbedingt diese Schauspielerin kennenlernen und dann wird sie erzählen über den Casting. Ist besser. Ich habe den anderen Schauspielern kennengelernt, auch alle durch Casting, weil man kann nur durch Casting sich kennenlernen, also richtig. Und fast immer zweimal, also die wichtige Rolle sind immer zweimal gekommen. Es war immer ein erster Casting und dann ein zweiter Casting mit anderen Schauspielern zusammen. Weil das war schon für mich das Casting auch nicht so groß. Also schon mit dem Team, mit was ich gesehen habe, Showreels oder Fotos oder Schauspieler, die ich schon kannte, war mir schon klar, der könnte schon richtig sein. Also ich habe nie Casting von 1000 Leuten. Also es wäre mir unmöglich, weil ich bin so müde nach dem Casting. Also. Naja, du kennst ja auch beide Seiten. Du bist dann ja wahrscheinlich auch sehr emotional involviert. Maru S. Horning hat ja das Casting gemacht. Genau. Für alle Rollen, nehme ich an. Ja. Und dann war es bestimmt da auch eine enge Zusammenarbeit. Ich würde gerne noch mal wissen, wie das Casting bei dir so abläuft. Probt ihr da direkt oder was machst du mit den Schauspielern, Schauspielerinnen? Erstmal, der Schauspieler bekommt eine Szene, weil ja, es ist auch gut, dass er schon weiß, wie die Geschichte ist oder seine Rolle. Oft auch haben sie schon das Drehbuch bekommen. Und dann ist es einfach eine Probe. Praktisch. Es ist für mich kein Casting, es ist wirklich eine Probe. Man arbeitet zusammen und man sieht, ob man sich versteht, ob man sich einfach ständig stolpert oder ob Irritationen oder ob man in verschiedene Richtungen gehen will. Also es ist einfach, das ist eine Arbeit. Es ist nicht eine Casting in dem Sinn, keine... Also direkt das Ausprobieren und zusammenarbeiten. Genau, man arbeitet zusammen und man sieht, ob man sich versteht. Und dann natürlich gibt es eine Vorstellung, aber wie gesagt, die Schauspieler, die wir eingeladen haben, waren schon alle sehr nah an der Rolle. Also war schon sehr nah. Ja, dann würde ich gerne deine Hauptdarstellerin zu uns einladen. Gerne. Eva Löbau, bitte. Einen herzlichen Applaus. Hallo. Willkommen, hallo. Eva, genau. Hallo.
Es geht, ja. Es klingt so leise. Eva, du bist ja auch seit Jahren wirklich diesem Projekt treu geblieben. Du hast ja schon den Teaser mitgedreht, 2012 warst du wahrscheinlich schon vorher beim Casting, einige Ja, 2010, Zeit. Winter 2010, 2011 mehr. Haben wir uns getroffen, genau. Ja. Zweimal. Wie waren diese Treffen? Gut. Naja, also, weil du gesagt hast, ich könnte das dann besser erzählen, ich habe dann kurz nachgedacht, ich glaube, wir haben bei den ersten Castings nicht... Haben wir eine Szene gespielt? Ich dachte, du hättest mir so eine Aufgabe gegeben, ich soll irgendwas verkaufen. Auch. Ja. Es war sehr lang, war mehr als eine halbe Stunde. Ja. Die Gassingfrau hat mich, war total Ärger, weil ich habe dich zu lange einfach. Okay. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich irgendwas verkaufen sollte. Musste, ja. Waren Übungen, habe ich ja, Übungen, wir haben Übungen gemacht. Ja, genau. Okay. Anscheinend hast du sehr gut verkauft, weil du im Film ja sehr, sehr präsent bist. Ja, ich sag mal so, also wenn man sich den Film anschaut, gibt es sehr spannende Kameraeinstellungen, da du es vorhin gesagt hattest, wo man das Spielerische merkt und dass die Schauspieler eine Chance haben, irgendwie was daraus zu machen. Und man sieht zum Beispiel da in der Fortbildung den Lehrer nur mit dem Kopf und irgendwann steht er auf und kann das Ganze bespielen. Das ist großartig. Ansonsten ist die Kamera und damit auch der Zuschauer, die Zuschauerin, man klebt an deinen Fersen und das ist großartig. Wie hast du das gemacht und wie hast du dich darauf vorbereitet und wie bist du da rangegangen? Naja gut, ich habe ja nicht die Kamera gemacht, also dass sie jetzt an mir klebt, das habe ich nicht entschieden. Dadurch, dass wir ja wirklich schon lange dran waren an dem Film und auch ich war dann auch jetzt bei diesen Castings eben dann 7 Jahre später ja auch wieder beteiligt oder so und wir haben diesen Teaser gedreht oder so, da hatte ich schon eine Idee dafür. Dann haben wir uns einfach vor dem Film noch mal ein paar Mal getroffen. Aber ich habe schon gemerkt, dass über die Jahre sich natürlich für mich das Thema auch verändert. Ich bin irgendwie anders geworden, einfach älter natürlich auch und dadurch manchen Themen gegenüber nicht mehr so leichtfertig gegenüber oder im Gegenteil dann auch, manches ist es mir vielleicht mehr egal oder so. Jetzt speziell vorbereitet? Ich habe mich nicht speziell vorbereitet. Also außer im Gespräch und Auseinandersetzung mit dem Thema und das Drehbuch gut gelesen und mir Gedanken im Auseinandersetzung. So, Wohnen in Berlin ist die Vorbereitung für diesen Film. Ja, ja auf jeden Fall. Trotzdem kann nicht jeder, der in Berlin wohnt, einen Film tragen. Ach so. Also Lucia ist schon eine sehr genau arbeitende Regisseurin. Mhm. Es ist jetzt nicht so, gibt es ja dieses Gerüst des Drehbuchs. Es sind zwar auch Szenen, wo wir uns dann wegbewegt haben vom ursprünglich geschriebenen Text, aber die sind dann auch nicht ganz spontan jetzt beim Drehen nur entstanden, sondern in den Proben davor. Und dann, was auch noch ganz wichtig war, eben weil du das gesagt hast mit der Tragikomödie, also für mich war ein wichtiger Satz immer dieses, es ist ein Clown, es ist eine Clownsgeschichte. Und deswegen, das ist mir jetzt auch beim Schauen des Films nochmal aufgegangen, weil manchmal kommen dann so Fragen wie, ja, aber warum sagt sie nichts, warum öffnet sie sich nicht anderen und so. Dann denke ich jetzt... Also der Film findet in einem realen Setting statt, aber trotzdem ist es natürlich eine Zuspitzung, eine extreme, also so viel Pech, wie diese Figur hat und so viel Auswege, wie sie da sucht, das ist eben, das ist so ein ganz im Verborgenen oder nur für mich eine Aufgabe, eine Clownsaufgabe gewesen, ohne dass man jetzt witzig spielt, aber sozusagen dieses unverdrossen weitermachen und sich noch was ausdenken und so. Und das ist ja auch das Einzige, was den Film dann erträglich macht, weil sonst würde man halt, sonst würde es eine Figur, die so im Gram versinkt. Mhm. Und das war vielleicht die einzige Gefahr der Gefahren, auch für mich beim Spielen oder wenn ich was anbiete. Und das hat Lucia immer verhindert. Ja. Dass also keine kramgebeugte Figur wird. Und das ist die Rettung für den Film. Absolut. Das ist das, was ich ihr da ganz stark verdanke. Ja, es sind 120 Minuten Hoffnung trotz.
des Tiefen. Und das, dazu passt auch ein kleiner Filmausschnitt, den wir uns jetzt kurz anschauen. Bitte, Film ab. War das genauso geskriptet? Oder ist irgendwas im Zusammenhang? Die Szene ist schon ein Ballett. Passiert. Also das, die Szene ist genau, was Eva sagt, diese Clown-Figur, der immer runtergeht und hoch, runtergeht und hoch. Und ist natürlich viel auch, was wir dann im Schnitt gemacht haben, das Timing einfach perfekt ist, weil gibt es unheimlich viele technische Sachen in dieser Szene, Skype, der Stuhl, der runtergeht, also musste alle funktionieren, aber gleichzeitig, dass wir das auch im Schnitt passieren. Und war vielleicht ein bisschen länger, dann haben wir knappiger gemacht. Aber solche Szene war sehr wichtig, wie Eva erzählt hat, dass sie einfach denkt, ich schaffe jetzt, ich werde meinen Job kriegen. Wo wir als Zuschauer wissen, es gibt schon zu viele Probleme, also lass einfach. Aber dass sie einfach durchgeht und sie probiert und sie probiert und das ist einfach unmöglich, weil alles schief geht. Aber diese Clown-Idee, es ist natürlich Das ist das Verborgene dahinter. Ja, ja. Aber ob die Szene so, doch, die war schon ziemlich so geschrieben. Ja, ja, doch, das ist eine Szene, die so geschrieben war. Und das trotzdem eine Tragödie, also Clown in dem Sinn, mit dieser Tragödie, die es gibt, weil es sind immer solche Probleme, die, also man versucht etwas zu machen und dann gibt es immer etwas dazwischen. Also. Eva, hat es für dich einen Unterschied gemacht, mit einer Regie zusammenzuarbeiten, die selbst sehr viel Schauspielerfahrung hat? Ich glaube, das ist die erste Regisseurin, die auch Schauspielerin war. Also ich fand eben, dass sie einen sehr guten Blick hat. Manchmal hat man ja also im Theater oder so schon Angst gehabt, oder man hört es dann immer so, dass es schwierig ist, mit Schauspielern, die auch Regie machen, zu arbeiten. Aber ich empfand das gar nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, sie hat jetzt nicht den Blick für das Ganze oder sie wäre jetzt nicht kompetent oder so. Im Gegenteil. Also ich fand es immer eine genaue Führung. Und auch, was ja manchmal bei Debütfilmen das Problem ist, dass die Idee gut ist, aber dass die Leute dann in der Anstrengung der täglichen Arbeit am Set gar nicht dazu kommen, ihre Idee umzusetzen, weil sie einfach ertrinken in den technischen Anforderungen, in der Zusammenarbeit mit all den anderen Departments. Und das war bei dir überhaupt nicht. Also ich hatte jetzt, außer dass es natürlich also ein so unkomfortabler Film war, weil wir kein Geld hatten, also man nicht abgeholt wird vom Set oder es auch jetzt nicht so, wir 6 Wochen lang immer Pasta e Fagioli gegessen haben. War das eine total professionelle Arbeit, also was Regie und Kamera angeht, und das ist schon mal ganz wichtig. Dazwischen gab es schon Leute, die am Set gelernt haben, so Aufnahmeleitung oder so, aber das waren wichtige Eckpunkte oder die wir uns auch erstritten haben in der Arbeit, also wo ich sagte, okay, das muss funktionieren. Ja. So. Und ich muss sagen, das ist, also war schön, sehr schön mit Eva zu arbeiten, weil also auch eine Schauspielerin mit dem was zusammen entwickelt. Also in dem Sinn, dass jeden Tag, ich weiß nicht, ob du dich davon also genau erinnerst, dass jeden Tag uns auch gefragt haben, also wie fühlt sich die Figur jetzt? Weil da wir nicht chronologisch drehen konnten, was schade ist natürlich, weil so ein Film, also ich weiß, für die Schauspielerin, die einfach die ganze Geschichte trägt, also unchronologisch zu drehen, ist super anstrengend. Deswegen war für uns sehr nah zu sagen, sind wir schon da? Fühlt sie sich schon so schlecht oder ist es noch zu früh? Sie muss sich, oder und da gab es so diese Nacht, wo du die Bewerbungs betrunken schreibst. Das war für uns sehr anstrengend, weil wir wussten, sie ist eine super wichtige Szene und ich wusste, Eva, wusste, dass es so eine Kernszene ist, weil das ist einfach ein Plotpoint und dann ändert sich, dann schickt endlich die Bewerbung, die absurd ist, aber die etwas nochmal zum dritten Akt bringt. Und das Team war total müde und wir haben uns angeschaut und wir wussten, wir müssen jetzt durchsetzen und das war super, weil Eva ist einfach gegangen
Und wir haben diese Stimmung auch genutzt, weil wir waren alle am Arsch. Und auch mit dieser Angst. Wir hatten auch Angst, weil du weißt, du hast eine Szene, die wichtig ist. Du kannst nicht mehr nochmal drehen, weil du hast also das Geld war sehr wenig, gering. Und deswegen, wir könnten uns nicht erlauben, nochmal einen Tag oder sie nochmal zu drehen. Ja, das macht es ja auch nicht einfacher. Dann wird das auf einmal so. Und dann machst du einen Druck. Und aber ihr habt euch zusammen dadurch gekämpft. Wir haben zusammen gekämpft und der Kameramann, der Ralf, hat gesagt, ja, mach mal weiter. Ja. Und das war für mich war ein sehr wichtiger Moment. Ich kann wirklich mich daran erinnern, dass ich mich gedacht habe, toll. Ja. Also ich kann sie total trauen. Und weil sie weiß, was wichtig ist für den Film. Ja, dass wir da nicht das vorher, wir hatten da schon was gedreht, aber irgendwie stimmte das nicht. Und ist ja auch total schwer, dieses betrunken, müde, irgendwie, wie wahnsinnig wird sie da? Oder also wie normal, was für eine Geschwindigkeit, es ging auch ganz stark um Geschwindigkeit in der Szene, wie schnell muss das sein? Irgendwie war es, ich fand das ganz vertrackt. Aber ihr habt es als Team gerettet und euch durchgekämpft. Wir haben improvisiert, wir haben uns Zeit genommen, haben wir gesagt, die Szene muss fast theatralisch geprobt und improvisiert, sie muss die Freiheit haben, so viel zu machen, wie sie mochte, weil sowieso dann nimmt man... Guckt euch die Szene auf jeden Fall an. Und zwar, das nutze ich mal als Überleitung, wo kann man euren Film als nächstes sehen? Was für einen Weg wird er gehen? In kurz und knapp. Kurz und knapp, das ist immer, was ich nicht... Also heute Abend im Eiszeit kann man ihn sehen, um 21 Uhr und am Mittwoch in den Kammerspielen, ich weiß nicht um wie viel Uhr, 20 Uhr. Aber ich dachte, du willst ein bisschen mehr über die Zukunft. Genau, weitere Festivals, kommt ja auch ins Kino, im November, soweit ich weiß. Und dann, wir haben nochmal ein Festival, ein Filmkunstfestival in Schwerin. Und dann gibt es noch ein anderes Festival, darf ich noch nicht sagen. Und dann natürlich alle anderen Festivals, die wir probieren werden. Und dann vielleicht schon ein Verleiher. Ja. Das ist auch noch... Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Und auch für eure ganzen weiteren Projekte. Wir freuen uns und hoffen, dass der nächste Film sehr bald kommt von euch beiden. Vielleicht zusammen, vielleicht Einzelprojekte. Ah, wunderbar, genau. Ihr könnt ja diesmal tauschen. In Italien, dazwischen hat Eva, also sie kann auch Italienisch. Also ich kann Deutsch nicht spielen. Dann freuen wir uns auf einen multilingualen Film, Regie oder Schauspiel, wer was macht. Danke an Eva Löber und Lucia Chiarla für dieses Gespräch. Gerne. Danke euch.